Hello zum Faschingsdienstag, sagt RTV Kompakt mit diesen Themen. Narren und Tänzer, Erinnerungen an bessere Zeiten für Faschingsvereine. Paulus und Petrus, neuer Standort für Auer Kirchenfiguren. Und Schneehasen und Eiszapfen, Temperaturen sorgen für Sehenswertes. Klick auf! Eigentlich müssten uns in diesen Tagen lustig kostümierte Kinder warm ums Herz werden lassen. Doch Faschingsveranstaltungen und Aktionen im großen Stil müssen in diesem Jahr ausfallen. So muss in Sachen Herzwärme das Wetter einspringen. Und das tut es wohl in dieser Woche auch. Wir haben heute in dieser Sendung beides: Fasching und Wetter. Die Nachrichten in kompakter Form fürs Erzgebirge. Das City-Management der Stadt Annaberg-Buchholz unterstützt seine lokalen Unternehmen und Gewerbe auf digitalem Weg. Mit annaberg-buchholz.market wurde ein virtueller Marktplatz geschaffen, der ab sofort als zusätzlicher Vertriebs- und Kommunikationskanal zur Verfügung steht. Die Plattform soll Handel, Gastronomie, Dienstleistungs- und Handwerksunternehmen, Industrie- sowie Kultureinrichtungen als aktives Marketinginstrument dienen. Teilnehmer können sich mit ihren Unternehmen, Produkten, Dienstleistungen und Veranstaltungen vorstellen und diese bewerben. Kunden können über Verlinkungen via Anfrageformular, Routinennavigation oder Kontaktboxen mit dem jeweiligen Anbieter in Kontakt treten. Am Dienstag musste in Schwarzenberg, Nähe des Obi-Baumarktes, die Ausfahrt vom Roten Mühlenweg auf die B101 kurz nach der Brücke über das Schwarzwasser für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Grund hierfür ist ein Schaden an einer Trinkwasserleitung. Die Zu- und Abfahrt für diesen Abschnitt des Roten Mühlenweges einschließlich des Einkaufsmarktes und des Geschäftshauses Roter Mühlenweg 35 ist dann nur über die Südanbindung möglich. Beantragt ist die Vollsperrung bis zum 26. Februar. Auftakt für eine Faschingssaison ist immer der 11.11. Am 11. November 2020 standen in Auer auch zwei Sandsteinfiguren im Blickpunkt. Paulus und Petrus wurden mit einem Kran aus ihren Nischen über dem Eingangsportal der St. Nikolaikirche entfernt und später restauriert. Nicht nur Umwelteinflüsse hatten den beiden Skulpturen zugesetzt, sondern auch Vandalismus. Bei der Turmsanierung im Jahr 1996 war der Kopf von Paulus abgeschlagen und entwendet worden. Nun stehen die beiden Figuren geschützt im Eingangsbereich der Kirche. Dort sind sie nicht die einzigen Skulpturen. In allen vier Ecken des Bereiches sind Köpfe auf dem Mauerwerk aufgebracht. Zu sehen sind da der ehemalige Bürgermeister der Stadt, der Kirchvorstand, der Baumeister und der Architekt der Kirche. Die Kirche ist ein Backsteinbau im neugotischen Stil und wurde im Jahr 1893 fertiggestellt und geweiht. Der Kirchenturm ist 75 Meter hoch und somit das höchste Gebäude der Stadt. In Ehrenfriedersdorf haben sich Unbekannte vermutlich übers Dach gewaltsam Zugang in eine Supermarktfiliale in der Chemnitzer Straße verschafft. Unbemerkt entwendeten sie unter anderem eine unbekannte Anzahl Zigaretten und Computertechnik. Der hierbei entstandene Stehlschaden summiert sich auf mehrere 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden liegt ebenfalls im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. In Sehma brannte ein derzeit unbewohnter Bungalow. Mehrere Stunden war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Schätzungen summiert sich der Schaden auf insgesamt etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. In der Vorweihnachtszeit hat ein RTV-Bericht vom Lichterhaus in Niederwürschnitz für leuchtende Augen bei Zuschauern gesorgt. Dass wir jetzt neue Bilder zeigen, ist dem Frost geschuldet.
Wie Christian Voigt mitteilt, ist bei den enormen Minustemperaturen ein Wasserschlauch geplatzt. Dadurch hat sich die neue und durch uns thematisierte Hasenbergkrippe in einen Eispalast verwandelt. Sehenswert auch die Eisskulpturen, zu denen sich die verschiedenen Gehölze verwandelt haben. Frostige Zeiten liegen hinter uns. Die Kälte brachte auch Schäden mit sich. Einige sind schon erfasst. Beispielsweise ist in Aue die Turmuhr von St. Nikolai. Wir hatten die Kirche heute schon in der Sendung außer Betrieb. Bei der Uhr an der Roten Kirche sind Zeigerwellen eingefroren. Jetzt heißt es abwarten, bis die Temperaturen wieder steigen. In unserer Serie über Wasserspiele haben wir den Blauenthaler Wasserfall und den Wettinbrunnen zwischen Rittersgrün und Tellerhäuser bereits vorgestellt. In der Eiszeit waren wir nochmal an beide Orte zurückgekehrt. Ein mächtiger Eispanzer verbirgt den Blick auf den Blauenthaler Wasserfall. Den Mantel hat sich die Touristenattraktion am Fuße des Auersberges selbst angelegt. Dass das Wasser wieder reichlich fließen kann, dafür hatte die Stadt Eibenstock im vergangenen Jahr Sanierungs- und Reinigungsarbeiten am Tölschen Graben, dem Zufluss zum Wasserfall, durchgeführt. Vergangene Woche schaffte es der vereiste Wasserfall gar in die Abendausgabe der Tagesschau im Ersten. Ein winterliches Wasserspiel ist in diesen Tagen auch der Wettinbrunnen an der S-271 zwischen Rittersgrün und Tellerhäuser. Oder genauer, zwischen Ehrenzipfel und Zweibach. Der jetzt glitzernde Brunnen prägt das Bild vom Wettinplatz. Bereits 1889 wurde an dieser Stelle ein erster Brunnen errichtet. Nach der politischen Wende wurde der geschichtsträchtige Brunnen Anfang der 1990er Jahre grundhaft erneuert. Zu verdanken ist dies dem Erzgebirgszweigverein Rittersgrün. Und jetzt noch eine Warnung, die bei Eisflächen, die sich nicht nur auf Seen, sondern auch auf Fließgewässern bilden, immer gilt. Nicht betreten, Lebensgefahr. Und damit kommen wir vom Wetter zum zweiten großen Thema in der Sendung am Faschingsdienstag, dem bunten Treiben. Nach einer Faschingssaison trafen sich jahrelang die Männerballette der Vereine zu einem kleinen Vergleich. Wer ist am lustigsten? Wer liefert die beste Show ab? Austragungsort war Hohenstein-Ernsthal. Unsere Kollegen von Kabeljournal Röhrsdorf haben sich im Jahr 2018 unter die Gäste gemischt. Sie konnten feststellen, die meisten Teilnehmer kamen aus dem Erzgebirge. Ob die aber 2018 auch wieder so gut wie in den Jahren davor abschneiden konnten, sehen Sie im folgenden Beitrag in der Originalfassung von 2018. Die Veranstaltung war auch in diesem Jahr restlos ausverkauft. Kein Wunder, der Männerballettabend im Hohenstein-Ernsthaler Schützenhaus gehört schon lange zu den Highlights der Faschingszeit in der Region. Gastgeber ist der Karnevalsclub Rot-Weiß Hohenstein-Ernsthal. Wir haben vor vielen, vielen Jahren angefangen in Oberwiesenthal. 10 Jahre hier oben gemacht und jetzt die ganze Zeit hier unten. Und es macht einen Riesenspaß. Vor allen Dingen, man hat so viele Freunde gewonnen. Das ist herrlich. Als 2006 der erste Wettbewerb in der Kamai-Geburtsstadt stattfand, war das aufregend, weil man ja nicht wusste, was auf einen zukommt und ob man alles richtig macht. Zur 13. Auflage traten wie gewohnt 12 Männerballett-Teams an. Aus Mittelsachsen reiste diesmal nur der Faschingsclub Penig an. Dafür war das Erzgebirge stark vertreten. Mit Teams aus Annaberg, Geyer, Großrückerswalde, Hohendorf, Jahnsdorf, Oelsnitz und Krottendorf. Die Krottendorfer Faschingsgesellschaft hatte 2013 den ersten Wanderpokal für immer gewonnen und wollte sich nach den Siegen 2015 und 17 in diesem Jahr den zweiten für immer Pokal holen. Aber auch andere Männerballett-Teams hatten sich hervorragend auf den Wettbewerb vorbereitet, um den anderen die Show zu stehlen.
Viel Schweiß floss im Vorfeld, um das Tanzprogramm bühnenreif zu machen. Das Team vom Rovihe trainiert zum Beispiel jede Woche, einmal in der Woche. Gefragt ist nicht nur körperliche Fitness, sondern, weil man nicht jedes Jahr das Gleiche bringen kann, ebenso viel Kreativität. Das Schwierige ist nicht unbedingt das Tänzerische, sondern im Männerballett muss lustig sein. Und das ist das Schwierige, immer wieder aufs Neue irgendwas Lustiges zu machen. Dieter Scholz ist der kreative Kopf beim Rovihe-Ballett. Ich bin es nicht alleine, ich form es zusammen und viele haben Ideen, die man dann irgendwo ein kleines bisschen zusammenschneiden und wir trainieren uns selber, das ist für uns wichtig. 2008 und 2012 siegten die Gastgeber. Wer nun am 9. Februar den Wanderpokal in den Händen halten durfte, stand nach 3 Stunden Wettbewerb fest. Die Jury hat auch diesmal keine leichte Aufgabe, aber sie ist bekannt für ihre gute Arbeit. Sind wir eigentlich sehr zufrieden, weil wir haben das auch schon anderswo anders erlebt, dass sie teilweise gute Clubs benachteiligt haben, weil sie der Meinung waren, die könnten besser sein. Hier sind sie wirklich, es wird fair bewertet. Insofern, es macht einen unheimlichen Spaß. Die treffen sich untereinander, die Jurymitglieder, nicht bloß hier, sondern im ganzen Jahr. Und wie hatte die Jury in diesem Jahr gewertet? Unser Tanz Nummer 3 geht nach Herrn Storia. Tanz Nummer 3 hat ein Stück weiter zu fahren. Die Kottenburg-Wahl, das ist die dazu sagen. Geil. Einfach geil. Die anderen Teams belegten allesamt den 4. Platz. Wir sind eine große Familie geworden. Es ist vollkommen egal, ob man 1., 2., 3., 4. wäre. Es ist einfach herrlich, wenn die da sind und man kann miteinander quasseln. Und man sieht sich ja sonst nur im Jahr einmal, manchmal mehrmals, aber... Im vergangenen Jahr begann die Hauptfaschingszeit erst am Donnerstag, den 20. Februar. Sie ging bis zum 25. Februar, dem Faschingsdienstag 2020. Heuer ist die Fastnacht etwas früher im Kalender. Nichtsdestotrotz wollen wir heute bei unserer täglichen Rückschau ins vergangene Jahr Faschingsbilder zeigen. Februar 2020. Die Zeit vor der Pandemie und den eingeschränkten Möglichkeiten. Unsere passenden Bilder zum Faschingsdienstag kommen aus dem vergangenen Jahr. In der Bergstadt Schneeberg gab es 2020 noch mehrere Faschingsveranstaltungen für Groß und Klein. In der noch jungen Fandora am Filzteich ging die Faschingssause nach der Premiere im Jahre 2019 in die zweite Runde. Kostümierte Gäste konnten im Rahmen eines großen Kostümwettbewerbes tolle Preise gewinnen. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ein Spruch, der hoffentlich nur für die Faschingsvereine gilt und da auch nur vorübergehend. Wir sind jedenfalls morgen wieder für Sie da. Schalten Sie ein, wenn ich Sie zu einer neuen Sendung von RTV Kompakt begrüße. Bis dahin, Glück auf!
Also der Schulalltag ist erstmal so, dass wir ja ganz normal beginnen, 7.20 Uhr bis 14.30 Uhr. Kommen dann hier an, verleben hier ihren Unterrichtstag, können natürlich auch Mittagessen hier. An die EBI können grundsätzlich alle Schüler kommen, also auch konfessionslose Schüler, natürlich auch konfessionsgebundene Schüler. Das heißt, es kann tatsächlich jeder zu uns kommen, auch mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die EMI hat ein breites Einzugsgebiet. Das heißt, die Kinder kommen auch teilweise von sehr weit. Die dürfen dann mit Vereinsbussen oder ähnliches fahren. Wenn das mit dem öffentlichen Verkehr nicht möglich ist, sodass also jedes Kind hier lernen kann. Der Schulalltag soll schon auch ein Stück Lebensort sein. Und da gibt es für die verschiedenen Talente, Gaben, Stärken Angebote. Das heißt, zusätzliche Angebote sowohl während der Unterrichtszeit als auch nach der Unterrichtszeit. Und da ist für jeden etwas dabei. Da haben wir vor allem ein großes sportliches Angebot. Kreative Angebote. Auch unsere Theaterfreunde sind dabei. So im Musischen, handwerklich, technisch. Und es gibt auch Förderprogramme für diejenigen, denen es ein bisschen schwerer fällt. Und da kann jeder im Prinzip wählen, was am ehesten gebraucht wird. Und das haben wir direkt in den Stundenplan mit reingebaut. Ab der 7. Klasse findet bei uns die Berufsorientierung statt. Die dann hochgeht bis zur 9. Wir haben auch hier direkt eine Praxisberaterin vom Arbeitsamt, die sich darum kümmern, dass die Kinder ihre jeweilige Zukunft schon planen können. Dann haben wir natürlich das normale Betriebspraktikum in der 9. Klasse, aber zusätzlich gibt es bei uns auch noch ein Sozialpraktikum in der 8. Klasse. Man also gucken kann, ob vielleicht so ein sozialer Beruf was wäre. Empfinden viele auch als sehr wertvoll. Also nach der EMI gibt es natürlich alle Möglichkeiten. Wir bieten ja auch eine Fremdsprache an, eine zweite ist Französisch. Wir haben außerdem noch als Fremdsprachenangebot das Tschechisch an der Schule, sodass man da nahtlos auch Anschluss hat an eine Schulausbildung eben am Gymnasium. Für mich ist das Beste an der EMI das Miteinander. Wir haben gemeinsame Schulgottesdienste, die regelmäßig stattfinden. Der unter anderem von den Schülern selbst gestaltet wird. Oder auch dann jeden Montag früh die Schulandachten. So dass die Kinder sich untereinander auch kennenlernen können und so also auch Gemeinschaft fördern. Und ein gemeinsames Vorangehen, um das Ziel zu erreichen, dass hier alle mit einem guten Abschluss aus der Schule hinausgehen. So dass also das Miteinander uns auch schon ein ganz schönes Stück weiterbringt. Wir müssen handeln. Jetzt machen Sie bitte weiter mit. Es geht um uns alle. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet auf Straßen und Plätzen, überall dort, wo sich viele Menschen begegnen. Halten Sie Abstand. Reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum. Es gilt 5 Personen aus 2 Familien. In Gegenden mit 7-Tage-Inzidenz von über 200 gelten Ausgangsbeschränkungen. Informieren Sie sich. Alle Maßnahmen und weitere Informationen im Internet. coronavirus.sachsen.de. Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort.